Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout Shelter. Viele haben mich gerade beleidigt, aufs Gröbste beleidigt, weil ich die Lunchbox letzte Folge vergessen habe, aber es ist alles Teil des Masterplans. Denn die letzte Folge beenden wir mit zwei Lunchboxen, Alter. Wir machen heute richtig einen auf dicken Macker. Und deswegen öffnen wir jetzt eine Lunchbox und am Ende der letzten Folge, heute die letzte Folge für diese Staffel, dann kommt Modax natürlich trotzdem, Fallout Shelter. Denn ich glaube, am Freitag werden wir schon mal Zeit haben, ein bisschen zu streamen. Und da werde ich dann nochmal Fallout Shelter spielen, damit am Montag die Folge kommt, weil wir machen ja trotzdem jede Woche eine Folge. So. Weiter geht's. Vorletzte Lunchbox. Wir kriegen einen Schlafanzug, damit wir gemütlich natürlich die Staffel beenden können. Ach, Zealot will getimeout werden. Ich muss mal kurz Zealot timeouten, weil er wünscht sich das gerne. Vielleicht hat er einen Fetisch. Ich habe keine Ahnung. Was? Auf dicken Macker steht? Oh Mann. Wenn ich jemals eine Frau ansprechen muss, Sonja, dann verspreche ich dir, ich werde nicht auf dicken Macker machen. Na gut. So, wir haben einen Schlafanzug, damit wir gemütlich sind. Wir kriegen noch ein bisschen Geld, quasi unsere Rente. Und ich will mal schauen, was King Julian so schreibt. Es ist gar nicht King Julian, es war Tau. Wir kriegen natürlich was zu essen, damit wir uns auch versorgen können. Innerhalb der Zeit, wo wir nicht spielen. Ein Superkleber, um uns high werden zu lassen. Kleben wir dann alles schön auf ein Taschentuch und dann kleben wir es nach oben, damit es high ist. So, nochmal gerettet. Und ein Gleisgewehr, um die ganzen Kackbratzen zu töten, die dann währenddessen kommen werden. Schön. 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 Ich hoffe, die letzte Lunchbox wird besser sein. Wir müssen heute noch 6 Leute rausschicken, die dann ganz viele Tierchen töten. Wie viele haben wir jetzt? 1025 Kreaturen. Ich könnte meine Frau eigentlich für eine gewisse Zeit mal als Sünderin, kann man das nicht nennen, ne? Als Tollpatsch missbrauchen. Und deswegen machen wir hier mal einen Tempomodus, bis etwas ausbricht und dann killt sie es einfach. Das Ganze ist auch recht einfach, weil ihr Gebäude ist halt auf Stufe 1. Und jedes Mal, wenn etwas ausbricht, macht sie es halt im Blut kaputt. Das heißt, man kann mit ihr kann man eigentlich am besten farmen, weil es auch einfach nur ein einfaches Gebäude ist. Ein kleines, einfaches Gebäude. Meine Frau ist einfach zu gut. Baby, was ist drauf? Ja, ich weiß, ich darf nicht auf Macho machen, weil mir das nicht steht. Ich bin mehr so der Süße, ne? Ich weiß. Leider. Ich habe nie gehört, dass ich irgendwie voll der Macho bin. Nein, ich bekomme immer einfach nur, guck mal den Süßen da an. Nicht irgendwie, guck mal den geilen Kerl an. Nein, guck mal den Süßen an. Sehr nice. Ich schicke mal Mr. Handy nach oben, weil da ist er irgendwie ein bisschen sinnvoller. Ja, ist ja gut mit seinen scheiß Kreaturen. Ich habe schon immer eine Frau gehabt im Fallout Shelter. Im Ödland gefangen habe ich sie nicht, nein. Ich habe sie in den Kommentaren gefunden, als ich gesagt habe, ich brauche eine Frau, wer will. Ja, so einfach hat man es als YouTuber. Man fragt einfach in die Kamera, hey, bist du Single? Ich bin's auch. Willst du mit mir zusammen sein? Schreibt's in die Kommentare. Und die erste, die ja sagt, die nehme ich einfach. So einfach ist das. So einfach kann ein YouTuber vergeben werden. Wenn es nur so einfach wäre. Ich bin leider Gottes ziemlich penibel, was Frauen angeht. Deswegen bin ich eigentlich Single.
So, 16 Feuer gelöscht. Unfälle noch mehr. Ich werde auf jeden Fall nie mit RTL kooperieren. Können die vergessen. Du bist doch Mod, oder nicht? King Julian, du bist ein Mod. Alles gut. Wurdest du kurz getimed-out? Was meinst du mit Sonja? Ja, klar. Oder Jenny, ist klar. Flori, ich glaube, du bist ein Kerl, oder? Also nein! Außerdem halte ich nichts von Internetbekanntschaften. Wie gesagt, ich war damals mal jung. Ach, jetzt bist du plötzlich kein Mod mehr. Und da lernt man, dass Internetbekanntschaften nicht wirklich das Wahre sind. Okay, dann kriegst du auf jeden Fall... Ich sehe es nicht. Ah. So, perfekt. Ich konnte es einfach nicht sehen. Ich wusste nicht, wo ich drauf drücke. Ich hätte dich auch genauso gut bannen können. Da war ein Blitz. Und ich dachte, der Blitz kann es doch nicht sein. Ja, Tevin. Was soll mit unserer Anti-Diät sein? Ich bin voll im Gange. Und ich muss sagen, ich sehe schon im Gesicht ein bisschen dicker aus. Silon schreibt mir eine Privatnachricht. Ich bin im Himmel und du noch auf der Erde. Was? Du wolltest ein Timeout haben. Ich habe ihn dir geschenkt. Das ist quasi ein Geburtstagsgeschenk an dich. So, wie viel haben wir jetzt? 23? Ja. Komm, hau rein, Mädel. Ich will so langsam fertig werden. So. 26 Unfälle haben wir schon. Ey, ich muss sagen, mit dem Tierchen geht es einfach flott. Man kann das einfach so ratzfatz durchziehen. Man hat keine Probleme. Ich möchte auf jeden Fall irgendwie noch was Sinnvolles machen. Das Problem ist, wir kriegen dafür nur Kohle, ne? Ja, wir kriegen nur Kohle. Aber... wenn das so weitergeht und wir noch ein paar Voltfeuer bekommen, ja, dann nice. Dann kriegen wir vielleicht nochmal eine Launchbox. Das wäre doch mal nice. Cool. Danke, Sonja. Ich sehe mich ja tagtäglich selbst im Spiegel. Daher sehe ich ja immer nur kleine Schritte. Und ich weiß nicht, inwiefern ich dicker werde. Aber wenn Sonja sagt, dass ich im Gesicht dicker werde, dann... freut mich das, dass ich vorankomme mit meiner Anti-Diät. Ach, Silot, bist du schon nicht mehr im Timeout? Nein, ich werde dich jetzt nicht über Timeouten. So, einen Unfall will ich noch machen. Dann haben wir es. Und ich glaube, der Mr. Handy wird das aber nicht überleben. Ja. Und meine Frau ist auch so gut wie tot. Ja, ein anstrengender Arbeitstag, so endet das. Aber, keine Sorge, ich bin natürlich ihr Mann und ich werde ihr abends zur Seite stehen, wenn sie K.O. ist. So, finde 18 Freunde im Ödland. Irgendwie kriege ich jetzt nur noch coole Quests, oder? Cool, wir haben 2 passive Quests und lösche 36 Waldfeuer. Wollen wir das noch zu Ende pushen? Ich meine, es sind quasi nur noch... ja, wenn wir so 3 Feuer machen, haben wir 9. Das passt, komm. 3 Feuer. Kriegen wir doch hin, oder? Ach, Kevin. Du musst mit deiner Anti-Diät früher anfangen. So wie ich. Also ich muss sagen, ich beobachte das Ganze über Tage hinweg. Und ich bin echt begeistert, dass das so gut funktioniert. Ich habe eigentlich gedacht, das funktioniert, wird nicht funktionieren. Aber ich habe es einfach mal riskiert. Das Ding ist, der Weight Gainer, den ich jedes Mal esse, der kostet knapp 40 Euro. Und nach 2 Wochen ist der leer. Das sind
Wie viel Kilogramm? 3 Kilogramm, glaube ich. 3 Kilogramm innerhalb von 2 Wochen. Und dann muss ich den halt neu kaufen. Das sind dann quasi knapp 80 Euro im Monat, nur um irgendwie Gewicht zuzunehmen. Aber es funktioniert ja, von daher, was soll's. Ach Mädel, ich will ein Feuer haben. Gib mir ein Feuerchen, du mir die gefangen. King Julian, ich glaube, du kannst mich nicht bannen. Aber wenn du möchtest, kannst du gerne was ausprobieren. Ich schreibe jetzt einfach mal Hallo in den Chat. Und du kannst ja gerne mal versuchen, irgendwas damit anzustellen. So. Bin ich ja mal gespannt, aber ich glaube, er kann nichts machen. Wenn ich so auf meinen Namen drücke, kann ich auch nichts machen. Weil ich natürlich der King bin. So. Haben wir jetzt eigentlich vorher gemacht? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ach, dann komm. Scheiß drauf. Wir kriegen das mit dem Feuer nicht hin. So viele Unfälle gemacht. Naja, was soll's. Wir waren dabei, Ödländer rauszuschicken, währenddessen die anderen weiter trainieren. Hier haben wir Zombie-Suche-Guy, der kann ruhig weiterlaufen. Vielleicht mit anderen Klamotten, vielleicht damit. Was haben wir denn so Schönes für unseren Zombie-Suche-Guy? Was sieht denn so schön aus? Wie wär's damit? Na, sieht ziemlich Raider-mäßig aus, ne? Oder wir machen aus ihm einen Gangster. Der Gangster-Ghoul, Alter. Der Gangster-Ghoul. Ich bekomme nur noch Privatnachrichten. Leute, es gibt einen Chat, um da zu schreiben. Na gut. Tobild, wie wär's mit dir? Du bist ja noch nicht mal Level 50, du kannst gerne mal die letzten 2 Level machen, indem du rausgehst. Würde mich tatsächlich sehr freuen. Gib dir mal so 8 mit, ne? Wird passen. Dann holen wir uns... Wer läuft da noch durch die Gegend? Axon, mein Freund. Komm, weißt du was? Du läufst hier planlos durch die Gegend. Als Strafe wirst du jetzt rausgehen und Freunde für mich suchen. Aber hatten wir die Freunde-Quest nicht eigentlich vor kurzem schon? So, Flori, du möchtest gucken, ob du Ödländer bist, ja? Hatte ich dich denn schon reingepackt? Das ist hier die Frage. Hatte ich dich denn schon reingepackt oder hab ich dich vergessen gehabt? Kann natürlich gut sein, dass ich dich einfach mal innerhalb der Zeit vergessen habe zu benennen. Und wenn, wirst du wahrscheinlich mit F geschrieben, ne? Ist ja nicht so, als hätten wir tausende Fs, die frei sind. Jahre später. Fritten Dennis. Funny Face. Da, Janice Bischoff. Wieso habe ich die nicht gesehen? Ja, gut, scheiß drauf. Aber Flori, ich glaube, du bist gar nicht dabei. Nee. Was war das? Ich glaube, du bist noch gar nicht drin. Ah. Stimmt, wir wurden ja von Todeskallen angegriffen, ne? Leben hier eigentlich alle noch? Ich glaube, sonst leben alle. Gut, dass ich gesehen habe, dass da unser Türsteher tot ist. Das wäre nämlich sehr, sehr schlecht. Gut, Flori, ich werde dich einfach jetzt mal in die 20 packen. Moment. Jonas Scholuke ist schon 20. Wer war der andere, der frei war? 30, glaube ich, ne? Ich habe hier... Ach, 37. So, Flori. So, 118. Wieso nicht 117? Dann wärst du der Master Chief. Naja. So, Flori, herzlich willkommen in der Vault. Wenn du die 118 nicht haben möchtest, sag mir Bescheid. Das kann man ändern. Und wir gucken mal. 2 Freunde haben wir geschafft.
Aber 18 Freunde werden wir, glaube ich, am Ende nicht hinkriegen. Es sei denn, ich schicke jetzt noch schnell die letzten Typen raus. Und wir haben schon 144 Kreaturen im Ödland getötet. Es läuft. Es läuft, definitiv. So. Wen schicken wir raus? Wie wär's mit dem im Schlafanzug? Luca Puka. Obwohl, du kannst noch gerne weiter trainieren. Ist immer schwer, wenn man rausschicken möchte, ne? Du hast eigentlich gute Werte. Psst, oink. Geh du doch einfach mal raus. Und zuerst muss... Okay, hab's verstanden. Hab's verstanden. Wir schicken keine Ödländer raus. Wir schicken Leute hier nach unten. Zack. Zack. Das Problem, das ich nur wieder mal sehe... Das Feuer wird sich ausbreiten. Sondern ich schicke einen dahin. Obwohl, es wird sich trotzdem gleichmäßig ausbreiten. Oder auch nicht. Jetzt sind sie ja zu dritt. Wir müssen jetzt taktisch spielen, Freunde. Taktisch. Wie ist, wenn du... Weiß nicht. Schaffen wir es noch, darüber zu laufen? Nein, schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht! Was ist da los, King Julian? Wieso ruft mich King Julian an? Meine Frau hat den Vogel? Immer noch? Ach stimmt, habe ich ihn doch noch nicht weggenommen? Doch, den Vogel habe ich weggenommen. Puh. Hab schon gedacht, okay. Wo sind die Leute, die hier aushelfen sollten? Hä? Och Mann, ich habe doch Leute zu... Ach, die sind da unten. Dann geh doch mal dahin. Das ist jetzt mal Kacke. Wieso ist der... Wusste, da habe ich den hingeschickt. So. Du kriegst den Vogel, mein Freund. So, da oben kannst du ruhig verbrennen, das ist mir egal. Aber so, das Feuer unten rechts wird zuerst gelöscht, sodass wir da das einzelne Feuer noch übrig haben und der hat den Vogel. Jetzt löscht endlich das Feuer da unten rechts, ey. Ihr seid zu langsam. Ja, endlich. So. Jetzt schicke ich euch nämlich einfach nach oben, um zu helfen. Und dann kriegen wir 3 Feuer mehr auf dem Buckel. Sehr schön. Dann fehlen uns nur noch 2 Feuer. Hallo Aiden! Schön, dass du wieder da bist. Tevin, ich werde dir nicht die 1 geben. Die 1 wird, wie gesagt, demjenigen zuteil, der die letzte 1 hat. Könnt ihr jetzt den Scheiß jetzt mir löschen, wenn du jetzt hier stirbst? Wollte schon sagen. Ich wollte schon. Wär der jetzt gestorben, hätte ich mit dem Papagei einen Scheiß bekommen. Es dauert aber so lange. Warum kannst du nicht irgendwie in kleinen Gebäuden ausbrechen? Okay. Oh, oh, guckt euch an, wie wir Kreaturen killen. Was geht denn? Ah. So, wir haben ein Voltfeuer mehr bekommen. Ich muss Pip rausholen. Und somit haben wir 31 Feuer. Den ich Quest beenden. Dann könnten wir heute noch eine Lunchbox öffnen. Ich will die Quest beenden, Freunde. Es sind ja nur so wenig Feuer. Das muss doch hinzukriegen sein. Na, ah, so kann da nicht mal ein Feuer ausspringen. Aber ich meine, es geht ja schnell. Komm schon. Du bist in der Küche. Da muss doch mal brennen. Sag ich doch. Man muss die Frau nur zwingen. So. Ein Waldfeuer noch. Ein einziges. Oh, 3 Freunde im Ödland.
Komm, brenn, 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 brenn. Es läuft. Dann öffnen wir jetzt einfach noch eine Lunchbox in der letzten Folge. Wer war da? Verkaufe 586 Schrottteile. Das könnte so... Wieso habe ich in der vorletzten Folge ganzen Schrott verkauft? Verdammt! Okay, mal gucken, was wir hinkriegen. Gucken, was wir hinkriegen. Also ich würde mich sogar darauf verlassen, das blaue Zeug auch zu verkaufen, ganz ehrlich. Nur das goldene Zeug würde ich gerne behalten. Weil das blaue kriegen wir auch ohne Ende hinterhergeschmissen, ne? So. Ah, komm. Braminleder, pff. Mikroskop. Lobos. So haben wir wenigstens mal ein aufgeräumtes Lager. 200, okay. 200. Easy going, Alter. Zum Glück bin ich so raffgierig und behalte den ganzen Scheiß. Ach, nochmal Freunde. Und wir brauchen noch exakt 200. Dann bin ich gut. Aber wir machen jetzt erstmal die Lunchbox auf. Einfach nur, um eine kurze Unterbrechung zu haben. Wir bekommen eine förmliche Kleidung. So sehen wir schick aus in unserer Pause. Noch ein bisschen Geld, weil 100 Kronkorken. Da kommt man nicht weit in der Rente. Ja gut, Essen habe ich schon langsam genug, obwohl man kann nie genug haben. Ich will ja derzeit dicker werden. Axon, du bist gut. Zerlege die Waffen und Klamotten. Ja, ja, Mr. Unbekannter. Verarsch mich ein anderes Mal. Ich brauche dich nicht mehr. Ein Globus. Okay, wir sind reich. Cool. So, schauen wir aber erstmal, dass wir vielleicht mit unserem Schrott schon fertig werden. Aber ich glaube, das könnte schon was werden. Nee, echt jetzt? Ich habe die 500 nicht hinbekommen. Ich habe die 500... Mir fehlen noch 140. 140 Schrott. Das, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Nein, ich hab's verkauft. Fuck. Ah, ärgerlich. Ich weiß nicht. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und wenn, dann fehlt uns wieder nur irgendwie ein so ein Scheißstück oder so. Irgendwas wird uns fehlen. Ich weiß es. Ich rieche es. Zum Glück haben wir bei dem einen aus Versehen alle Waffen eingesammelt. Das war schon auf jeden Fall schon mal sehr hilfreich. Ah, Gott. 4 2 5 7. Ist böse. Dreck. Kriegen wir nicht hin. Kriegen wir nicht hin. Warum? Dieses Spiel will mich von oben bis unten verarschen. Es weiß ganz genau, was ich getan habe und gibt mir dann eine Quest, damit ich es bloß nicht hinkriege. Das haben die doch mit Absicht gemacht. Das haben die so programmiert. Das haben die echt so programmiert. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Scheiße, Mann. Okay. Wir haben keinen Schrott mehr. Ich könnte zwar das goldene Zeug verkaufen, aber ich glaube, das ist zu wertvoll. Ich glaube, das ist viel. Outfits. Outfits, Freunde. Oh Mann. Okay. Was? Kein Schrott erhalten. Okay, okay. Weißt du was? Scheiß auf die robuste Gefechtsrüstung. Die können wir selber basteln. Der Scheiß kann auch weg. Den ganzen Kram braucht doch keine Sau. Wir werden das sowieso nicht hinkriegen, Freunde. Wir werden das sowieso nicht hinkriegen. Die Agent-Provokateur. Den behalten wir erstmal. Den finde ich cool. Oje, 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 Freunde. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das hinhauen wird. Wir räumen hier alles komplett auf. Nur für diese eine Quest, die wir höchstwahrscheinlich nicht lösen werden. Hi Bunny 2015 TV. Was geht? So. Oh, drei Soldatenuniformen.
Oberer der Republik. Komm, komm schon. Oh, 4 Bibliothekars-Outfits. Alle wiederverwerten, danke. Militär, mittelalterliches Herrscher-Outfit, komm. Alles muss raus. Das ist der Shelter-Schlussverkauf, Freunde. Der Shelter-Schlussverkauf. Okay, die schwere Lederrüstung behalten wir definitiv. Horror-Fan-Outfit braucht auch keine Sau. Wo kommen die ganzen goldenen Sachen her, sag mal? Da, pf, Laborkittel. Pf, wer braucht denn so einen Scheiß? So. Okay. Ach, wie bitte was? Nein, da, wo, ich bin verwirrt. Wir haben die 100 Kronkorken noch gar nicht eingesammelt. Meinst du, das reicht, Big Bronx? Naja, Axel sagte schon, es wird zum Schluss ein Schrott fehlen. Aber selbst dann ist das ja kein Problem, da können wir jemanden die Kleidung wegnehmen. Einfach klauen, Alter, einfach klauen. Verkaufen wir richtig, ne? Ja, okay. Kurze Panik. Kurze Panikattacke. Aber alles ist gut, alles ist gut. So. 41 Bären, boom. Schaufeln. Ja, das reicht doch. Oh, das reicht doch locker oben bis unten. Okay, okay. Gerade noch so gerettet, Freunde. Gerade noch so. Aber wir verkaufen mal den ganzen Garn. Wir haben schon wieder 33 Braminleder durchbekommen. Das ist crazy. Hier, oh, aber richtig Zeug. Da, bam, Schrott verkauft. Steige 5-mal im Ödland auf. Was ist das denn für eine Quest, bitte? Wir kriegen dafür 280 Kronkorken. Was ist los? Sind denen die Quests ausgegangen? Haben wir alles gelöst? Ich steige 5-mal im Ödland auf. Wir hatten aber ein paar Leute rausgeschickt, die auf jeden Fall Level benötigen. Jetzt ist es zu spät. Ich brauche keine Feuer mehr. Habe ich eigentlich meinen kleinen Papagei wieder rausgeholt? Wenn ich das jetzt schon sehe. Natürlich nicht. Und das haben wir auf jeden Fall geklärt. Müssen wir eigentlich noch Leute rausschicken? 4 Stück müssen noch raus. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Am besten Leute, die Level-Ups brauchen. Wie zum Beispiel du. Hast du schon eine Waffe? Hast keine gute Waffe. Hier, nimm das Gaussgewehr. Geh raus und besorg mir einige Level. Achso, es brennt. Ja. Hat's aufgehört zum Brennen? Die Leute krepieren mir. Was ist denn los mit euch? Achso, das ist der Mr. Handy. Der ist mir egal. Ja, ist ja kein Wunder. Die sind da nur zu zweit. Ich will arbeiten, Jungs. Haut mal rein hier. Alter, ist doch nicht euer Ernst. Wie lange soll ich hier noch warten? Es ist ein verdammtes Feuer. Wir brauchen nur 7 Freunde im Ödland. So. Josh, ich will einfach nur, dass er Level bekommt. Deswegen habe ich ihm eine gute Waffe bekommen. Gegeben. Für den Fall der Fälle, dass wir ihn brauchen. So, noch jemand, der keine 50 ist, der raus möchte. Paukspinne. Du holst uns auch nochmal ein paar Level. Und ich würde glatt behaupten, dass wir beim nächsten Mal alle Quests lösen, oder? Töte Kreaturen, finde Freunde, steige 5-mal im Ödland auf. Wenn wir am Freitag eine Folge aufnehmen, dann würde ich sagen, haben wir alle 3 Quests gleichzeitig gelöst. Dann hätten wir alles gleichzeitig gelöst. Das ist cool. Mit einmal alle Quests. Boom. Weg. So, Niggi, du bleibst ja da. Psoink.
Du bist noch 50. Sowieso. Muss doch noch irgendwer auf einem niedrigen Level sein. Das weiß ich. Was ist mit unserem Neuzugang? Wo ist der? Flori. Achso, dich wollte ich rausschicken. Ich wollte schon sagen. Hat er nicht was? So, Flori. Wir hatten noch mehr Neuzugang. Da! Doberfiel. Weißt du was? Du kannst aber so rausgehen. Ich glaube, wir haben genug Leute, die genügend Level uns bescheren. Und wen schicke ich denn noch raus? Mal gucken. Wer bist du überhaupt? Ach so. Der Unbekannte. 12 Freunde gefunden. Saubere Sache. Dann schicken wir... Ich schick dich mal raus. Komm, du warst schon lange nicht mehr draußen. Du hast es verdient. So. Jetzt müssten wir insgesamt 25 Leute draußen haben. Wir schnappen uns nochmal den Sealord. Und der kann nochmal arbeiten gehen, ne? Geh mal schaffen, mein Freund. Geh mal schaffen. So, sobald der Jäger wieder drauf ist, aus dem Krankenhaus zurück ist, Ödland, wird er dich wieder unterstützen. Die Lunchbox, um die Lunchbox kümmern wir uns auf jeden Fall noch. Mach dir da keine Sorgen. Na gut. Okay. So. Wollen wir die Lunchbox öffnen? Die letzte Lunchbox, die uns bevorsteht. Wir schauen, was in der letzten Lunchbox ist. Soll ich sie öffnen? Soll ich sie nicht öffnen? In der ersten Karte haben wir 500 Kronkorken. Hey, nehme ich. Brauche ich nicht mehr, aber nehme ich. Wieso kam das nicht, als wir Geldprobleme hatten? Als wir Geldprobleme hatten, haben wir nie Geld bekommen. Energie. Eine Kamera. Ja, jetzt kann ich wenigstens gleich im Urlaub ein bisschen Fotos schießen. Ja. Eine Schrotflinte. Wenn jetzt hier nichts Goldenes kommt, dann habe ich irgendwas falsch gemacht im Leben. Habe ich irgendwas habe ich falsch gemacht, wenn da jetzt nichts Goldenes kommt. Eine Frau. Ja gut, Freunde, eine Frau ist das Beste, was man im Leben bekommen kann. Sie muss nicht unbedingt Gold sein, sie kann auch brünett sein. Würze, Freunde. Also, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten würden, würden wir, glaube ich, noch 4 Freunde finden. Oder? Weiß ja nicht. Nein, ich möchte, dass, wenn wir am Freitag den Stream machen, dass wir alle 3 Quests auf einmal lösen. Wir warten noch einen kleinen Augenblick. Wann ist es dazu gekommen, dass wir von 14 Freunden auf 17 gekommen sind? Wir warten jetzt noch. So, ihr könnt abschalten. Ich werde jetzt nämlich einfach nur noch hier chillen. Und warten. Währenddessen meine Hand ziemlich abgeschnitten aussieht. Nein, wir werden natürlich noch ein bisschen was machen. Wir brauchen nur noch eine Person. Eine Person. Wir haben Freunde gefunden. Yay! Ich glaube nicht, dass das die Freunde sind, die ich wollte. Aber gut. Wir können ja trotzdem noch die Freunde finden. So einfach mal, währenddessen ich mein Tablet zugeklappt habe, ist da einfach nochmal irgendwie nur ein Dutzend Freunde dazugekommen. Ja, na gut, ein Dutzend nicht.
Drittel eines Dutzend. Jetzt gib mir den letzten Freund! Freunde finden ist immer so schwer. Und dann, wenn man schon genug hat, findet man einfach keine mehr. Und wieso ist meine Maus im Bild? Aber meine Maus war nicht die ganze Zeit im Bild. Julian, ich hab's vor dir gemerkt. Merkst du was? Ich kann deine Gedanken lesen. Und ich weiß ganz genau, was du jetzt denkst. Und nein, es geht noch nicht voran. Jetzt komm, gib mir den letzten Freund. Wo, was? Die Typen haben einfach mal einen Flammenwerfer verloren. Ich war nice, dankeschön. Mein Freund der Flammenwerfer. Hä? Was ist? Ich wollte das Tierchen haben. So, unsere neueste Quest ist... Sammle 340 Wasser? Jetzt echt? Ich glaube, unsere Quests haben sich resettet am Ende dieser Folge. Ich glaube, das Spiel weiß, dass die... Nee, es ist Bethesda. Bethesda guckt ja mein Let's Play. Bethesda weiß, dass das die letzte Folge ist. Und deswegen resetten die einfach mal meine Quests. Die denken sich einfach, na verdammt, der hat nicht genug Lunchboxen gesammelt, um weiterzumachen. Geben wir ihm nur noch Scheiß-Quests, damit er sich schlecht fühlt. Naja. Jetzt haben wir schon 110 Wasser. Gut, öffnen wir das Tierchen, lassen wir uns überraschen. Tiere wird es heute keine mehr geben, Flori. Wir kriegen eine Katze und sie ist... weiß. Der Stress hat sich gelohnt, Alter. Stress hat sich gelohnt. Naja, immerhin bin ich glücklich über einen Flammenwerfer. Auch wenn sie ihn nicht benutzt haben. Komm, wie viel haben wir jetzt? 200. Weißt du was, wir machen hier einen Tempomodus, Alter. Und dann lösen wir die Quest auch noch. Was? Achso. Wir lösen hier einfach jetzt mal die Quest, indem wir hier mal einen Tempomodus machen. So. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Jetzt lädt er dann eine halbe Ewigkeit. Haustiere verleihen tolle Boni wie... Wie was? Red weiter, red weiter. Naja. Sammle 38 Fass zum... Irgendwas stimmt da mit den Quests nicht. Gut, Freunde. Damit würde ich sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann... auf YouTube am Montag wieder in Fallout Shelter. Auf Twitch sehen wir uns am Freitag wieder. Und damit würde ich sagen, schließen wir das Ganze ab. Es war wirklich eine schöne Staffel, wenn auch recht anstrengend, weil alle zwei Tage streamen für Fallout Shelter ist tatsächlich sehr anstrengend, auch wenn man es nicht glauben mag. Aber es gab halt Tage, da kam ich von der Arbeit, war komplett tot und habe aber trotzdem gestreamt. Natürlich, im Laufe des Streams wurde ich dann wieder genesen, weil ich mich erholt habe, währenddessen ich hier rumgesessen habe und nur gequatscht habe. Aber trotzdem, der Schritt von, oh, ich bin platt, oh, ich muss Stream starten, zu, ich bin wieder fit, ist schon ein großer. Könnt ihr mir glauben. Na gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Staffel oder beziehungsweise in den kleinen Zwischenepisoden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.